jetzt müssten wir langsam. Ja, erstmal jetzt von hier unten. Nochmal hier weg und Dinge und kaputt. So. Von hier unten jetzt nach oben ziehen. Da. So, einmal durch das Giftgas. Und hier werden wir jetzt irgendeine Anpassung brauchen. So. Fast. Nein. Mach das mal lieber so, dann die Krümmung und dann hier eine Verbindung. Jo, ich... sieht ein wenig komisch hier aus, aber sollte so okay sein. Und es ging wesentlich schneller als vorher. Jo, 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 gut, gut, gut. Das einzige Irritierende ist, dass wir vielleicht keine Türme hier haben. Ja. Topaz-Türme sehe ich gerade keine. Ich setze die einfach. Ah. Die Stromanzeige ist wieder weg. Also scheint alles okay zu sein bei denen. Was auch immer da vorher los war. Also setz hier wieder welche hin. So. Muster können wir uns später Sorgen drum machen. Erstmal absichern. Oh. Vielleicht gleichmäßig absichern, ne? So. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann passt das schon irgendwie. Gut. Das war wohl also nur ein Bug oder so. Sammel mal die Könige hier vor der Tür ein. Das ist doch schon irgendwie. Ne? So. Zack. Du bist alle. Du komm mal hier hin. So, um Energiespardinger rein. Das waren schon 15 Minuten. Ernsthaft? Okay. Ist auch so ein guter Indikator für mich, wie lange ich schon am Machen bin. Flop. Flop. Gut. Was sagen unsere Vorräte? Eisen ist auf 46.000 runter, Kupfer auf 41.000. Das ist nicht ganz so schön. Aber gut. Wir nehmen ein bisschen was von dem Grisselzeug hier, schmeißen das da rein. Und der hatte da irgendwie einen kleinen Hänger gerade gehabt, das ist nicht schlimm. So, ist am Arbeiten. Warum bist du nicht gebaut? Also, weil du automatisch gleich weggeflogen wirst und deswegen sieht es nur so aus, als wenn du nicht gebaut wirst. Ja. Das heißt, nächster Schritt wäre jetzt, ich lasse mir mal ein bisschen Chitin anfliegen und guck mal, wie viel da so zusammen kommt. Gib mir mal die Eier, falls da welche sind. Ich will mal gucken, wie viele da inzwischen zusammengekommen sind. Blaue Chips habe ich auch gerade noch. Habe ich irgendwelche Roboter dabei? Nee. Aber viel zu viele Leichen. Ich sehe kein einziges Ei anfliegen. Obwohl 670 Roboter nichts zu tun haben. Das ist krass. Also ja, vielleicht haben wir keine Eier, weil die ganzen Leichen noch vor den Türen liegen. Das ist nicht so gut. Wurde jetzt irgendwas eingefügt zum Aufsammeln? Das wäre noch interessant. Also erstmal schnappt ihr ein bisschen von den langsamen Robotern was hier. So. Nicht die schnellen. Genau, dann baust du hier wieder 10 Roboter, lässt die frei und dann, ne? Immer zwischendurch dann arbeiten. Und wo wir gerade hier sind, sortier mal... Ach, 1. Das ist ja süß. So, sortier das mal alles weg. Weg, weg, weg. So, den Rest brauche ich eigentlich immer. Ich habe nur noch eine von den guten Furnissen. Ich hatte doch davon so richtig viele. Krass, okay. Das kann auch weg. Davon kann einer weg. Ja, und die können mal freigelassen werden. So, ihr macht das schon. Die lauern jetzt hier, bis der nächste zukommt. Auch nicht schlecht. Ja, und hier kam später Kupfer hin, ne?
Opfer langsam weniger wird und wir anscheinend jetzt genug Roboter haben. Mach mal Folgendes. So, einmal rum. Rum, rum. Rum, rum. Du hättest gerne dreckiges Erz. 200 Stück. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Wie viel Kupfererz haben wir überhaupt im System? 10.000. Ja, haben sie schon was zu tun. Rein, rein, rein. Rein. Raus, raus. Raus, raus. So. Und die kriegen jetzt alle Spardinger, weil ich immer noch nicht weiß, was ich von den Stromvorräten halten soll. Ne? Das ist halt... Also ich denke, jetzt sieht es aus wie vorher. Also wir sind bei 20-30% Auslastung. Und das stimmt auch einigermaßen mit denen hier überein. Wobei der hier gar nicht arbeitet, weil ihm immer noch... Ja, das sollte ich mal beheben. Es sind zwei Eier inzwischen, das ist schön. Gib mir bitte... Zentrifugen. Nein, gib mir bitte Liquid Handler. Damit ich endlich hier und oben bei dem anderen Ding endlich was reinpappen kann. Du stellst Sand her, das ist so lala, okay. Gib mal einen ganz normalen Drill. Papp den mal hier drauf. So. Da. Du machst bitte nur stinknormales Wasser. Und hier fehlt auch noch irgendwo einer, oder? Nee, hier nicht. Muss es bei der anderen Anlage gewesen sein. Ressourcen? Nee, 41.000. Das ist nicht gut. Es geht mir ehrlich gesagt einen Ticken zu schnell runter. So, hier gleich auch noch ein Mining Drill. Au. Oh. Keine Abdeckung, ne? Das ist doof. Wo sollte hier theoretisch der nächste sein? Ist ja alles ein bisschen durcheinander, hm? Setz mal. Ja, hier irgendwo. Das heißt, das Ding muss zu. Ich könnte also demnächst wieder eine Steinorgie machen und die ganzen Kisten da hinten leeren. Und Lernfell herstellen hierfür. So, jetzt aber erstmal dicht da. So, und nur ganz normales Wasser. Jetzt arbeitet alles richtig. Du arbeitest nicht. Doch, aber immer in so einem komischen Schwung. Weil das nicht schnell genug abgepumpt wird. Aber nein, es scheint überall genug Wasser drin zu sein. Das wäre echt beim Horror gewesen, wenn jetzt plötzlich das mit dem Druck wieder so eine Riesenrolle spielt wie früher. Was eigentlich Sinn machen würde, weil ne, es ist ja auch ein interessantes Feature und alles, aber boah, das würde mich total überfordern gerade. Das mal alles mit. So, ist jetzt der Osten langsam befriedet, was Eisen angeht. Ja, Zug ist leer. Alles leer, leer, leer. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Da wir im Roboter-Einzugsgebiet sind, machen wir jetzt einfach so. Das sollte alles zerlegt werden. Strom lassen wir noch bis zum Schluss da. Gleise auch. Roboport auch. Der Rest aber komplett weg. So, jetzt müsste eine riesen Abbau-Crew geflogen kommen. Das ist nicht riesig. Also ich muss meine Construction ab... Die kommen nicht ein bisschen hin. Gott. Also meine Construction-Bot-Abteilung muss definitiv ausgebaut werden später. Das muss ähnlich episch aussehen wie das B- und Entladen von den Zügen. Problem ist jetzt allerdings, da wir halt so wenig davon haben, von den Robotern, dass es ein bisschen länger dauert hier. Es wäre schade, wenn die teuren Sachen kaputt gehen, deswegen sacke ich die schon mal ein. Helfe den Robotern quasi ein bisschen. Aber spätestens bei der nächsten oder übernächsten Basis hätte ich das ganz gerne, dass ich einfach einen Klick mache und weggehen kann, ohne mir den Kopf zu machen über die Ressourcen. Oh ja, genau, hier die Türme. Ich habe sogar Türme auf den Boden werfen lassen, das ist nicht so schön. So, 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 so. Sind wir hier hinten noch im Einzugsgebiet? Dann kann ich... Ah, sehr gut. Mach die Mauer gleich auch nochmal weg.
Achso, und du Zug, du fahr mal bitte nicht mehr hierhin, sondern einfach nur nach Hause. Damit nicht dir aus Versehen irgendwas passiert. So, dann hätte ich gerne noch eine lila Kiste hier. Wo ich denn alles reinschmeiße, was ich hier gerade aufgehoben habe. Wie Leiche, 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 Leiche. Das da. Ein paar von denen. So. Mach mal. Also ja, es liegt jetzt noch ein bisschen Kobalt rum, aber ich... Wir haben 5700 Kobalt im System, sehe ich gerade. Das ist dann nicht so wirklich das Ding. Okay, nächster Schritt. Gleise. Und zwar komplett... Na, ich glaube, ich lasse die Gleise erstmal bis hier und lasse den Rest an Gleisen stehen. Nur für den Fall, dass wir später hier irgendwo in der Nähe nochmal einen Anschluss haben wollen. Zum Beispiel zu dem Eisenfeld da oben. Das klingt soweit okay. Jupp, 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 jupp. Du vielleicht noch mit. Und jetzt soll ich das hier ignorieren können. Alles andere. So, jetzt aber. Okay. Das heißt, das wird nachher noch abgebaut, kommt also ins System. Ich kann jederzeit die Dinge also anfordern und sie müssten dann zu mir geflogen kommen. Und das heißt, ich habe jetzt dich rausgeworfen und nehme dafür... Das da hätte ich ganz gerne. Könnte ich mir auch direkt hier rausnehmen, aber das wäre zu einfach. Und ich brauche viel mehr von den Anlagen. Also ich wollte jetzt testen, ob ich bei der neuen Basis schon eine Chitinmauer rumziehen kann oder Tungstenmauer, irgendwas in der Richtung. Du hättest ganz gerne mal Tungstenmauern angefordert. Ruhig mehr. Ja, Chitin kommt regelmäßig. Tungsten allerdings auch. Wer wird gewinnen? Ja. Und währenddessen baue ich... Ja, die sind eigentlich schon zu teuer. Nimm die hier. So. Ja. Also hier hatten wir den Elderbiter. Korps. Da müsste dann Elder Spitter, da müsste dann Berserker Spitter, da müsste Berserker. Und hier könnte ich den Big Biter nehmen. Wie sehen Big Biter aus? Small? Big Spitter? Nein. Big Biter. Wasser. Ugh. Ja. Genau das. So. Und dann hätten wir hier Wasser. Wenn ich ein Ding noch setzen würde. Gut. Und du brauchst jetzt wieder Kisten. So, und da hinten noch andere. Da und so. Du hättest gerne Big Biter. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir von denen wirklich am meisten haben, aber wahrscheinlich mehr als von Big Spittern, weil Spitter sind irgendwie ein bisschen seltener. Bilde ich mir zumindest ein. So, dann. Ah, da kommen die ersten. Es kommen drei Chitin raus. Oh, darauf habe ich gar nicht geachtet. Wie viele Chitin kommen bei den anderen so raus? Berserker nur zwei. Elderbiter. Berserker. Ja, also so ein Riesenunterschied macht das gar nicht. Ob man jetzt einen König zerlegt oder einen Big Biter. Das könnte ruhig ein bisschen angepasst werden. Also dass ein König auch mehr Knochen und mehr Chitin hat. Also, ne? Entsprechend ihrer Größe mehr. Na gut, das wird noch eine Weile so ein Nebenprojekt bleiben, dass ich das nach und nach ausbaue, um an Chitin zu kommen. Bis dahin werde ich dann wohl doch wieder auf Tungsten zurückgreifen müssen. Quatsch, auf Sandmauern zurückgreifen müssen. Das heißt, ich stibitze mir jetzt ein paar Mauern, gehe da oben hin, setze den Rahmen,
Setz eine Stromverbindung. So. Es sind inzwischen echt viele Fabriken hier. Was wollte ich holen? Genau, Sandmauern. Da. Können wir ruhig mal beschränken. So. Einen Blick noch auf die Ressourcen, bevor ich losgehe. Hält sich. Hält sich überraschend lange. Also ich hatte ja scherzhaft gesagt, dass es 5 Minuten oder so halten wird, sobald wir keinen Nachschub mehr haben. Aber es sind jetzt schon dezent mehr als nur 5 Minuten. Aber gut, nächster Trip. Da oben hin, alles sichern. Die paar Tupas-Türme, die ich habe, die 12 Stück, da schon mal hinpflanzen. Und dann das Feintuning mit wo hält der Wagen, wo kommen die Drills hin und so weiter.